Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ich bin's wieder, Alexos, hier bei den The Elder Scrolls Online Vorschau-Videos. Wir gucken uns heute die Housing-Items an, die man mit dem Antiquitätensystem erhalten kann. Denn es gibt eine sehr coole Website, die ich euch gerne zeigen möchte, und zwar ESO MMO Fashion. Die werde ich euch heute hier mal zu Gemüte führen. Link natürlich wie immer in der Videobeschreibung, und wir gucken uns heute mal an, was denn da schon so alles ausgebuddelt wurde. In diesem Sinne, herzlich willkommen bei diesem neuen Video. Falls du dich für Sachen rund um The Elder Scrolls Online interessierst und mir einen Gefallen tun möchtest, The Elder Scrolls Online nicht so schnell sprechen, Alex, dann lass doch gerne ein Abo da, aktiviere die Glocke, um in Zukunft nichts mehr zu verpassen. Ich lasse das einfach mal drin, gehört mir dazu, menschlich und so, würde ich sagen. Und wir springen einmal direkt auf die Website, die ich euch da einmal zeigen möchte, und zwar ist das diese gute Website hier. Und wir haben hier gleich am Anfang einmal zur Übersicht, wir werden heute nicht durchgucken, aus welchen Ortschaften ihr das Ganze bekommt, weil es gibt teilweise Items, die ihr aus mehreren Ortschaften bekommt. Ihr könnt gerne das Video pausieren, falls euch das interessiert. Ich kann euch auch nicht zu jedem zweiten Item, zu jedem zweiten Housing-Item hier an dieser Stelle eine krasse Geschichte erzählen, denn so unglaublich lorbewandert bin ich tatsächlich persönlich nicht, aber ich weiß, dass vor allem dieses Antiquitätensystem eine Hommage an alle Lore-Fetischisten da draußen ist, und vor allem an alle Leute, die sich dafür interessieren, was die Items für eine Hintergrundgeschichte haben. Denn fast jedes dieser Items tatsächlich hat eine Hintergrundgeschichte. Die, die bewandert sind, kennen die Hälfte. Die, die nicht bewandert sind, kennt gar keins. In diesem Sinne, viel Spaß mit dem Video, und wir gucken uns einmal an, was da so gibt. Und ihr seht hier gleich am Anfang, es gibt für jedes Gebiet einmal eine Karte. Und diese Karten könnt ihr euch übrigens, by the way, wollen wir vielleicht ganz kurz mal angucken, bei teilweise größtenteils Händlern holen. Ja, das heißt also, ihr könnt euch die meistens von Händlern kaufen. Dazu müsst ihr dann einfach, wenn ihr das wollt, in den Shop gehen von den örtlichen ansässigen Händlern. Da könnt ihr einfach zum Beispiel in der Taverne jemanden aufsuchen, und den könnt ihr dann die, ja, Spuren für diese Sachen abkaufen. Angucken müsst ihr die natürlich trotzdem selber. Das heißt also, besorgen müsst ihr euch das natürlich trotzdem selber. Ja, soweit so gut. Und jetzt gucken wir uns mal die besonderen Items an, denn diese ganzen Karten, die werden wir uns nicht alle angucken. Und ignoriert mal die Werbung hier auf der rechten Seite. Leider ist sie mit drin. Das ist das erste Item, was wir hier haben. Das ist so eine Art Windspiel aus Knochen. Sieht sehr, 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 sehr strange aus, wenn ihr mich fragt. Aber trotzdem, hat man mal gesehen, sieht auf jeden Fall ganz lustig aus. Dann haben wir als nächstes dieses Juwel hier, eine Königskrone. Ich meine tatsächlich auch irgendwann schon mal eine Geschichte über solch eine Krone gelesen zu haben. Das ist, glaube ich, auf jeden Fall nicht die Krone von Barensia, so viel steht fest. Aber da zumindest meine ich zumindest irgendwann schon mal was gehört zu haben. Als nächstes haben wir hier diese Schatulle. Irgendwie hat die mich vom Aussehen her so ein bisschen an die Abbildung erinnert von der... Nicht Schatulle der Pandora, sondern die, bei der man aus Indiana Jones, wo man instant schmilzt, wenn man sie anfasst. Oh Gott, wie hieß die denn? Wenn ihr wisst, wie diese Schatulle hieß, mir liegt es auf der Zunge, ich weiß ganz genau, wie sie heißt, eigentlich. Schreibt mir das gerne in die Kommentare. Oh, verdammt. Kennt ihr das, wenn ihr das Wort zur Hälfte habt und euch das nicht einfallen will? Schreibt es in die Kommentare. Ihr wisst, was ich meine. Oh Gott, wie hieß sie denn? Na gut, okay. Das ist jetzt ärgerlich, dass ich das gerade nicht im Kopf habe. Eine Art Seeschlange. Erinnert mich so ein bisschen an das Monster von Loch Ness. Interessant. Also, hat absolut nichts mit ESO zu tun, meine Vorahnung von den Items. Das sieht ja auch mega cool aus, wie der Engel da dran hängt. Alter. Übel der krasse Kronleuchter. Richtig geil. Und das sieht auch cool aus. Kriegt man aus Clockwork City, okay. Eine kleine Sternsphäre. Und hier ein Spiegel. Moonlight Mirror, okay. Das wird sicherlich eine kajitische Hintergrundgeschichte haben. Gehe ich jetzt zumindest mal davon aus. Yone und Yode sehen wir. Interessant. Und das hier ist ein gesegneter Pool, Whirlpool. Oha, der erinnert mich ganz stark an Vivec. Da gab es schon mal so einen Pool, aber nicht mit so einem kleinen Nebenbecken. Das sieht halt mega krank aus, vor allem wie groß der auch ist. Wie groß der auch ist. Interessant, hier haben wir was mit Statuen aus Hes Fluch, wenn ich mich nicht recht entsinne. Und hinter der Frau steht auch nochmal irgendjemand, und die hat einen Korb oder sowas in der Hand.
Zumindest sieht das auf den ersten Blick so aus. Und hier haben wir irgendein Taufbecken oder so. Eine Spieluhr, die kann man sich auf jeden Fall erspielen. Es gibt auch nur die eine. Dann haben wir hier als nächstes so ein hübsches Schlangennest, beziehungsweise eine Schlange, die gleich ein Ei auffressen möchte. Das sieht auch mega cool aus. Vor allem, wie hier so noch so ein kleines, wie hier so noch so ein kleiner Lichtschlitz ist. Seht ihr das? Das hat auf jeden Fall eine mega coole Optik. Okay. Hab ich leider keine Hintergrundgeschichte zu. Vielleicht wisst ihr einige Sachen zu diesem Item. Falls ihr Informationen zu diesem Item habt, beziehungsweise zu diesen Items und ihr da schon ein bisschen Hintergrundstory wisst, dann schreibt das gerne in die Kommentare. Würde mich sehr, sehr interessieren, was ihr so schreibt. Macht am besten Timestamps rein, dann können sich die Leute, die sich dafür interessieren, sich da hinspulen, können sich das angucken, was das für Items sind und was ihr dazu für eine Geschichte kennt. Eine brennende Feder. Oder soll das eine Chorelle sein? Ich bin mir nicht ganz sicher. Oh, das ist auch ein ziemlich großes Item. Macht einen aileidischen Anschein. Wird aber nicht aileidisch sein, glaube ich. Kommt aus Ravenspear. Das hat einen anderen Hintergrund. Hier sind auch andere Linien oder Muster drauf. Ein Thron, ah ja. Tröne sind immer gut, solange es nicht dädrige Tröne sind. Und ein kleiner Rubinschädel. Oha. Dazu gibt es auch immer so einen kleinen Antiquitätentext. Interessant. Ich weiß auch gar nicht, ich habe heute die Items gesucht. Auf dem PTS, um euch die zeigen zu können, in den Boxen. Ich weiß auch nicht, ob die Person das aus den Boxen raus hat, die das alles hier abgescreent hat. Kann auch sein, dass sie das nicht hat und das alles tatsächlich erfarmt hat. Props raus, gehen auf jeden Fall raus, falls das der Fall sein sollte. Ein Kelch. Ist das ein Drachenpriester? Nee. Sieht eher dädrig aus. Ein weiterer Thron. Etwas bescheidener. Oha, das sieht ja cool aus. Boetia, okay. Das sieht halt mega cool aus. Also die Statue, die sieht top aus. Was ist denn das? Okay. Erinnert mich so ein bisschen an aus Trübmoor. Das Item, um was es in der Story geht. Ich will nicht zu viel verraten und nicht spoilern. Ein großer Tisch. Okay. Und ein legendäres zerbrochenes Schwert. Dazu gibt es bestimmt eine Story. Sieht hochelfischer Kunst aus. Ein Eileid, ja, okay. Ah ja. Interessant. Oha. Das sieht ja auch komisch aus. Was das für ein Item sein mag. Hier oben haben wir eher so rote Linien und hier haben wir so blaue Maserungen. Interessant. Eine weitere Statue von Alessia. Von Vivek würde ich sagen. Ne, das ist von Nereva. Das ist der Held aus der Legende meines Erachtens. Der Champion von Azura. Der Held des Roten Berges. Ich dachte kurz, das ist Vivek. Aha, das sieht wieder sehr kajitisch aus, auch mit dem Gold hier an der Seite. Interessant, das ist ein riesiges Fenster. Sieht auch wesentlich größer aus als das Fenster, was man erwerben konnte, wenn man beim Luxushändler aufmerksam war. Ei, nice. Das ist auch mega cool. Mit dem Khajiit. Warum erinnert mich dieses Artwork an Mew? Ich weiß es nicht. Mew und Mewtwo. Zu viel Pokémon in der Vergangenheit. Ich bin geschädigt.
Eine Lampe mit einem Djinn, vielleicht, eventuell, wer weiß. Ein Guar. Und ein Gemälde der Kaiserstadt. Mhm. Das wird wohl was mit dem drei Göttlichen zu tun haben, nehme ich mal an. Alter, das ist groß. Krass. Ein Kristall aus komischen Sechsecken. So ein Obsidian-ähnlichen Material. Okay, interessant. Ist das ein Gong? Das ist ein Gong. Ein riesiger XXL-Gong. Läuft. Oh, das ist eine spezielle Klinge, oder nicht? Sieht aus wie eine spezielle Klinge. Mit einem Sternzeichen drauf. Mm-mm-mm. Auch so, sieht aus wie so ein Portal in eine andere Dimension. Kommt mir aus Karkstein bekannt vor, die Bauart, die wir hier haben. Mhm. Ja, definitiv wahrscheinlich was Orkisches. Auch, boah, das sieht auch mega cool aus. Mit dem Bärenteppich darunter einfach. Ja, auch aus Hrothgar, alles klar. Mega cool. Optik, top. Top Optik, würde ich sagen. Das ist auch cool. Vor allem, wie groß das ist. Und da sind auch wieder dädrische Runen drauf, auf jeden Fall. Dädrische Schriftzeichen. Ein kleiner aelidischer Brunnen. Das ist ja nice. Für zu Hause. Cool. Boah, das ist cool. Das ist ein cooles Item. Ich bin so ein kleiner Aeliden-Fan. Und was ist das? Ein Mini-Weiß-Gold-Tower? Lustig. Das sieht auch sehr cool aus, dieser Schrein. Mhm. Ein Thron. Vermutlich ein waldelfischer Thron. Vielleicht aus irgendeinem Grund, wer weiß. Ein Becken. Aus einem interessanten Material, was mich so ein bisschen an Stahlriemen erinnert. Ein Wal? Okay. Was ist das denn? Sieht auch irgendwie kajitisch aus. So ein bisschen. Hm. Also, wenn ihr seht auch gerade hier meine erste Reaktion zu diesen Items. Das ist eher so der Inhalt dieses Videos. Wir gucken uns die Items zusammen an und das ist meine erste Reaktion. Ich habe die nämlich davor noch nicht gesehen. Außer kurz beim Durchscrollen der Seite tatsächlich. Und ich krieg richtig Bock, wenn ich das hier sehe. Habt ihr auch Bock, euch diese ganzen Housing-Items zu besorgen? Da könnte man so eine richtig coole Museumsausstellung machen. Ich weiß, es sind halt 60 Items, was halt schon nicht wenig ist. Noch ein Gong, by the way, und die Schlange frisst sich selber auf. Aber ich krieg richtig Bock, daraus was zu machen. Das sind halt teilweise so coole Items einfach, die wir hier haben. Ist das denn eine Dwemer-Schatulle? Dwemer-Puzzlebox. Interessant. Ob man mit denen interagieren kann, würde mich auch interessieren. Und eine Sternanordnung der Dwemer. Da sieht man auch nochmal die drei Monde. Ne, Moment, das werden nicht die drei Monde sein. Wahrscheinlich haben die Dwemer schon kapiert, dass die Sonne im Zentrum steht. Dass wir die zwei Monde haben und den Planeten. Wobei die Dwemer ja eigentlich sehr fortschrittlich waren. Ich bin gespannt, ob sie die eigentliche Hintergrundgeschichte der Entstehung von Tamriels schon in irgendeiner Form begreifen konnten. Es gibt ja auch Legenden, dass die Sonne und die Monde nur Löcher in Nirn sind und die Sterne ganz viele kleine Löcher in Nirn, die das Licht von außen hineinlassen. Das göttliche Licht, die Macht. Oh, das sieht ja sehr cool aus. Ei. Das sieht richtig cool aus. Ist das von... Was ist das? Von Somerset? Nee, das wird was anderes sein. Von High Rock oder sowas? Richtig cool. Also die Items fallen mir richtig gut. Das wird sicherlich wieder... Genau, das ist wieder elidisch. Ja, Gratwald.
Alter, wie groß. Ist das ein, ist das von Azura? Ja, von Auriel. Von Auriel ein Altar. Ob wir da zu den Schneeelfen kommen, wer weiß. Vielleicht gibt es da auch Auriels Bogen. Minotaurus mit Flügeln, okay. Gut, das waren erstmal soweit alle Items, die wir hier schon haben. Das sind eine Menge. Ich bin gespannt, ob das wirklich alle sind tatsächlich. Oder ob wir da noch welche entdecken. Und ich bin auch, wie gesagt, erstaunt, dass hier schon alle aufgelistet sind. Denn wie gesagt, auf dem PTS habe ich sie nicht gefunden. Vielleicht hat man sie hier schon zusammengefunden. Vielleicht haben das auch mehrere Leute zusammen gemacht. Das kann auch sein. Dass mehrere Leute versucht haben, alle Items zu finden. Das halte ich auch für realistisch. Soweit, so gut. Alle Items, meine Reaktion auf die Items. Wir werden im Stream wahrscheinlich einige davon sammeln. Ich freue mich da schon sehr drauf. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Morgen, Mittag oder Abend. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Nachmittag in meinem Falle heute hier. Und ich bedanke mich bei meinen großen Unterstützern, Hitz89, Mike Thompson, Hopper Topper und Alexander Höger. Und viel Spaß bei der Endcard. Bis zum nächsten Video. Euer Lexus. Haut rein. Du musst abonnieren und die Glocke aktivieren. Oh was? Wir sind noch live auf Sendung? Oh Mann, warum sagt mir das denn schon wieder keiner? Du möchtest noch mehr zum Thema erfahren? Gleich oben rechts findest du ein von YouTube für dich vorgeschlagenes Video. Eventuell passt es ja. Vielleicht möchtest du mich aber auch unterstützen, sodass ich unabhängig von YouTube an den Videos arbeiten kann. Dann werde jetzt Mitglied und erhalte dafür exklusive Vorteile. Wie zum Beispiel deinen Namen in meiner Endcard. Oder längeren Vorabzugriff auf neue Videos. Vielen lieben Dank für deine Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.